Ja, und Hallöchen, meine lieben Freunde. Ja, da bin ich wieder. Ich melde mich wieder bei euch zu einem neuen und kleinen und ganz, 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 ganz kurzen Infovideo von Holy Fest. Ja, Leute, ich muss euch etwas erzählen. Ich hatte ja heute frei und da habe ich mir gedacht, weißt du was, Holy, du hast heute frei. Schau doch vorbei beim GameStop oder Mediamarkt und frag mal nach der Wii U, ob sie nun verfügbar ist oder ob sie ausverkauft ist. Ja, deshalb rein ins Auto, los, ab in die Stadt rein und rein in das Geschäft. Da musste ich circa 15 Minuten, 20 Minuten warten, bis der Bediener, sprich der Verkäufer, mal mit der Beratung fertig war. Wartezeit, ja, man muss ja geduldig sein, es hilft nichts. Dann bin ich dran, er hat schön probiert einzuschleimen bei dem Typen, aber dann habe ich gefragt wegen der Wii U, ob es schon verfügbar ist, ob es schon zum Kaufen gibt oder ob sie es schon bekommen haben. Und er hat gesagt, ja, sie haben die Wii U bekommen. Und ich dann natürlich das ganze Gefühl, schon schöne Erleichterung und ich habe mich total gefreut, dass ich, jetzt komme ich an die View, jetzt komme ich an die View. Und dann kommt meine Frage. Lieber Verkäufer, ist es möglich, dass ich die View heute schon kaufen kann? Ups. Dann schaut er mich an. Nein. Wir haben ein kleines Problem. Und zwar das Problem ist, die View ist schon ausverkauft bei uns. Und ich dann. Dann dachte ich mir, Alter, das kann doch nicht sein. Die Wii U ist beim GameStop ausverkauft. Dann hat er gesagt, die nächste Bestellung kommt dann im Dezember irgendwann. Also sprich Ende Dezember oder so hat er gesagt. Und ich dachte mir danach, okay, das kann doch nicht sein. Alles umsonst gemacht. Ja, was soll's? Dann bin ich halt zum Mediamarkt gegangen. Lauter Frust, ja. So richtig so, dann war ich. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Es war echt ein Scheißgefühl, weil ich habe mich schon, Leute, ich habe mich so gefreut. Und ihr wisst ja, wenn ihr auf euch etwas freut, das dann bald erscheint und ihr geht ins Geschäft rein und wollt es holen und auf einmal heißt es, es ist ausverkauft oder es gibt es nicht mehr, Wartezeit 2 Monate oder so, dann seid ihr, glaube ich, auch ein bisschen so richtig down, ne? Ja, egal, ich bin dann zum Mediamarkt gegangen, bin zum Mediamarkt gegangen, rein ins Geschäft, reingestürmt und bin dann auch wieder zu einer netten, lieben Verkäuferin dazugehören und auf einmal sehe ich da am Boden, am Pult, ich lehne mich so an den Pult an, so schaue ich da runter, was sie da gerade macht. Auf einmal sehe ich da unten am Boden Premium Pack Wii U, Wii U, Zombie U Edition, normale Wii U und ich dann so, give me that shit. Ich habe mich so gefreut und dann habe ich gefragt, könnte ich die View jetzt schon heute schon mitnehmen und kaufen? Und natürlich hat sie dann gesagt, ich darf sie erst am Freitag verkaufen. Und ich habe dann gefragt, bitte frag den Chef, ob das nicht möglich ist, dass ich es heute schon mitnehmen kann, damit ich schon habe. Sie ruft den Chef an, natürlich, nein. Wir kennen ja das Glück von Holy Fist, aber diese Views waren noch verfügbar und Leute, ich habe eine Wii U reserviert. Das heißt, ich habe. Nun fix, ab Freitag habe ich eine Wii U und ich, ja, Leute, ich freue mich schon sowas von. Ich habe das richtig gefeiert heute. Und zwar die Edition, nicht die Premium-Edition, sondern das nur bei uns in Europa erschienen ist, die Zombie U-Edition. Was da alles in diesem Package drin ist, das seht ihr dann beim Unboxing. Freitag kommt das Unboxing zu Wii U. Leute, ich freue mich schon tierisch und ich hoffe, ihr auch. Boah. Ich freue mich schon, boah, das ist so geil, ey. Das wird so nice wieder mal. Neues Gameplay bieten und so weiter, neue Spiele, neues System, neue Technik. Das wird der Hammer. Also ich freue mich schon tierisch drauf. Ja, wie gesagt, Freitag kommt dann das Unboxing, so gegen Abend, weil ich muss ja Freitag arbeiten. In der Früh rushe ich in den Mediamarkt rein, hole mir das Gerät und am Abend drehe ich dann das Video zum Unboxing. Dann werde ich auf jeden Fall spielen und neue Records, sprich aufnehmen. Samstag kommt dann der Start von Let's Play Zombie U. Ne, Moment, Moment, das mache ich anders. Samstag kommt Nintendo Land. Ein kleines Test, da zeige ich alle Spiele durch, was von Nintendo Land ist. Und am Sonntag startet dann das Let's Play Zombie U. Also ich freue mich schon tierisch und ich hoffe, ihr auch. Und dann ab nächster Woche kommen dann auch teilweise auch andere Spiele. Dann werde ich abwechselnd die Spiele Let's Playen. Es ist so, ich habe ja nur das Zombie U-Package vorbestellt, sprich reserviert beim Mediamarkt. Den Rest, ich habe 3 Spiele bestellt, beziehungsweise vorbestellt, auf Amazon.de. Und zwar, das wäre New Super Mario Bros. U, Call of Duty Black Ops 2 und dann habe ich mir noch vorbestellt, ja, Zombie U ist ja dabei und Nintendo Land. Nintendo Land musste ich mir vorbestellen, weil das ja beim Package nicht dabei ist. Also haben wir dann insgesamt, wie verkrüppelt,
Wir haben dann vier Spiele, meine lieben Freunde, so mit ihrer Hand geht es. Wir haben dann insgesamt vier Spiele, was wir dann zusammen rocken können. Ja, also ich freue mich schon viel drauf, ich hoffe, ihr auch. Ja, morgen kommt kein Video. Heute waren ja zwei Videos, das Sand-Bariot, beziehungsweise das Wind-Bariot-Video, die Request von Nief Leonhard ist ja schon oben. Falls ihr es euch noch nicht angeschaut habt, Link ist dann unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch unbedingt an, falls ihr Lust habt. Und ja, Freitag geht's los, Unboxing. Morgen kommt kein Video, wie ich bereits erwähnt habe. Und ja, genau, das zweite Thema. Ich habe dadurch, dass ich mich, dass ich die Videos reserviert haben konnte, sprich am Freitag dann bekomme, habe ich vor lauter Hype einen neuen YouTube-Background hergestellt. Würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal wieder mal vorbeischaut und mir ein kleines Feedback gebt, wie euch denn mein neues YouTube-Background gefällt. Also mir persönlich, jetzt ganz ehrlich, mir gefällt es bis jetzt am besten von meinen ganzen Hintergrundbildern, was ich bis jetzt gehabt habe. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert davon und ich hoffe natürlich, ihr auch, meine lieben Freunde. Ja, das war's von diesem kleinen kurzen Infovideo. Ja, 6 Minuten waren es eigentlich. Das ist eigentlich so ein normales Standard-Holyfield-Infovideo. Aber ja, ich sollte grüßen, ja, den Raytrier Monster Hunter. Ich grüße dich und ein riesengroßes Ja-Wus, Wus, ein riesengroßes Dankeschön an dich für das Kommentar auf mein Sand-Bariot-Video. Wegen, erstens mal wegen der View-Unboxing und zweitens wegen Monster Hunter, wegen der Schwierigkeit. Wenn du recht hast, freue ich mich schon tierisch auf 3 Ultimate, wenn die Monster wirklich mehr aushalten. Ich müsste mir mal mehr von deinen Videos anschauen, dann müsste ich es sicherlich auch. Schaue ich auf jeden Fall mal vorbei bei dir, werde dir kommentieren auf jeden Fall. Und ja, danke Hus für das Comment. Und ja, das war's von diesem Video, meine lieben Freunde. Gebt mir Feedback wegen dem YouTube-Hintergrundbild. Video kommt morgen keins. Freitag Unboxing, Samstag Nintendo Land, Sonntag Start Let's Play Zombie U. Und im Laufe der nächsten Woche kommen dann die anderen Spiele. Alles klar, das war's von mir, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch wieder einen schönen Abend, schönen Tag und so weiter, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Ich habe euch alle gern, meine lieben Bobsis. Und ja, das war's von eurem lieben Holyfist. Und ciao, ihr meine lieben Freunde. Und tschüss.